der Festfeder Francesco Amante. Das ist Andi Schöckler mit der größten Zielflagge des heutigen Tages, nämlich am Dach, hat er die drauf. Und er kommt aus Weiz, also direkt hier aus der unmittelbaren Umgebung aus dieser wunderbaren Motorsportregion. Und da lässt er sich nicht nehmen. Auch aus der unmittelbaren Umgebung aus dieser wunderbaren Andreas Schöckler mit einem dreitürigen Volvo 142S. Unser Andi aus Weiß, doch daneben hier an Lichtkämpfen und den Garten neben dem Motorsport, ist auch begeisterter Rallye-Pilot war. Mitgebracht von der Stuhlgang Patzi Knoll, jetzt unterwegs im Ziel Peter Sternhardt mit 2,76,30 das ist die Herausforderung, nämlich der Patrick Knoll, auch zu einem Max Lappenmeier, der jetzt gleich fahren wird mit dem Ford Escort mit dem RS 1,6 Liter. Bastian Obancic mit dem Fiat 128 Coupé, eine 2,44,23, auch bei ihm ging es nochmal schneller, 5,29,23. Hier führt momentan vor Gerd Fischer, Friedrich Borkmann. Und wir legen nochmal nach, autotechnisch kommen zum Porsche.